Im Silbervideo habe ich euch versprochen, wir schauen uns Silberaktien an. Wir fangen also mit dem größten Produzenten von Silber an. Das ist Fresnillo. Fresnillo hat erst vorletzte Woche seine Jahresergebnisse für 2023 rausgegeben. Und wir schauen uns da einmal die letzte Präsentation, nur kurz und knapp, dass wir einen kleinen Überblick haben, an. Dann gehen wir rüber an den Chart und betrachten uns dort auch an, gibt es überhaupt eine Outperformance, also ein Mehrergebnis zum Silberpreis? Also lohnt sich überhaupt die Aktie oder kaufe ich mir doch lieber das physische Silber in irgendeinem Zollfreilager oder wo auch immer hin, wo ich keine Mehrwertsteuer zahlen muss drauf? Servus, grüß dich, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode. Ihr gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, Kommentare hier unten drunter, kommt in die Telegram-Gruppe, damit ihr immer schnellstmöglich informiert seid, und bei YouTube müsst ihr dafür einfach nur die Glocke anmachen und dann fangen wir auch schon an. Also am 5. März hat Fresnillo die vorläufigen Jahresergebnisse vorgestellt. In 2023 ist die Silberproduktion rückläufig gewesen. Gold ist leicht gestiegen, aber wenn wir uns das einmal anschauen, die Kostenquote, und da sehen wir schon doch einen sehr deutlichen Anstieg von 80 Dollar pro umgerechnete Silberunze in Gold. Wichtig ist Vergangenheit, wir wollen wissen, was in der Zukunft passiert. Und hier seht ihr einmal, das sind ja die Hauptprodukte, die Fresnillo aus der Erde und aus dem Gestein holt. Also wir haben hier Silber, wir sehen dieses Jahr einen leichten Anstieg, danach flacht es aber ab. Bei Gold ebenfalls leichter Anstieg. Niveau halten in 25 und in 26 Abflachung, währenddessen Blei und Zink ansteigen sollen. Jedes Jahr investiert ja Fresnillo ungefähr 200 Millionen US-Dollar in die Erschließung. Und hier seht ihr, was geplant ist und bis wann auch eine Neuproduktion stattfinden kann. Hier seht ihr einmal die Umsätze. Also sind schon gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Nichtsdestoweniger, durch die höheren Kosten ist da jetzt nicht ganz so viel hängen geblieben. Und hier seht ihr auch einmal die Aufteilung. Also es wird zu 46% Silber produziert, Gold 41%, dann Zink mit 9% und Blei ist ebenfalls noch so ein Abfallprodukt, ähnlich wie Zink. Und hier seht ihr die Zusammensetzung, in welchen Minen die entsprechenden meisten Ergebnisse zum Umsatz beigetragen haben. Wenn wir uns nun das Elend anschauen von der Fresnillo-Aktie, dann fällt doch eines ganz klar auf. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend von November 2008 bis September 2011 und seitdem befindet sich die Aktie, ja, wie darf man es anders ausdrücken, in einem Abwärtstrend oder, wie wir das besser ausdrücken können, in einer Korrektur. Und wenn wir uns die Zeiteinheiten einmal anschauen, von dieser ganzen Bewegung, also von November 2008 bis heute in den März 2024 hinein, war letztendlich die Korrekturphase 81,625% und die dynamische Aufwärtsbewegung nur 18,375%, ja, von dieser Gesamtbewegung. Dennoch hat diese Gesamtbewegung es in sich. Hier ging die Aktie um 2227% gen Norden. Ja, das sind entsprechend 34 Monatsbalken, beziehungsweise knapp 3 Jahre, wenn man es umrechnet. Aber diese Phase hier ist entsprechend sehr, sehr unschön. Nun zur Outperformance von Silber oder der Silberaktie. Wir sehen hier innerhalb dieses gigantischen Anstieges, ja, von diesen über 2227%, ist der Silberpreis, wenn wir das gegenüberstellen, nicht mal im Ansatz so stark gestiegen, sondern hier ging es nur in Anführungsstrichen um 360% aufwärts. Und was auffällig ist, der Silberpreis dreht vorher ab, während die Aktie noch weiter aufdreht. Ja, das ist wichtig zu wissen für den weiteren Verlauf. Wir haben ja jetzt schon einen relativ hohen Silberpreis in Anführungsstrichen. Ja, also das Niveau ist relativ
gleich geblieben, währenddessen die Aktie deutlich nach unten ging. Wenn wir uns nun mal knapp die letzten 10 Jahre anschauen, habe ich euch hier einmal eingezeichnet, Silberpreis bei 24 US-Dollar und die Aktie ist ja, wie wir ganz klar sehen können, seit Januar 23 komplett nochmal abgetaucht. Währenddessen der Silberpreis, wie ich es eben schon sagte, relativ, ja, sicherlich die Schwankung ist da, konstant geblieben ist. Das heißt, die Silberaktie Fresnillo hat überhaupt noch nicht reagiert, könnte nun aber eine Trendwende hinlegen. Wie könnten wir diese Korrekturphase, die ja doch sehr extrem, aber dennoch wichtig ist, von 12 langen Jahren, wie können wir das einordnen? Also es könnte hier eine WXYX2Z sein und hier in dieser Aufwärtsbewegung gibt es ja rein theoretisch nur zwei Varianten. Entweder eine impulsive 1 oder es war eine Welle A und hier wäre dann, da gibt es noch ein paar Ausschlusskriterien, ich will gar nicht so tiefer eingehen, ja, aber nur um es einfach mal relativ einfach zu machen, dann wäre hier diese Korrekturphase entweder eine 2 oder eine Welle B. Wenn wir davon ausgehen, die wird jetzt demnächst zu Ende gehen, ja, das heißt nicht, dass sie schon zu Ende ist, aber so wie es charttechnisch aussieht, wird sie demnächst in den nächsten ein, zwei Monaten zu Ende gehen, wenn sie nicht schon zu Ende ist. Und wir unterstellen dann, dass die Aktie ähnlich dynamisch sich entwickelt wie von 2008 bis 2011, dann muss die Aktie entsprechend, um genauso lang zu sein, auf 2569 Pence steigen, also 25 Pfund 69 britische Pence, oder zum 1,618-fachen, da wären wir bei 3879, 38 Pfund 79 Pence. Zeitraum für den Einstieg wäre bis Januar 27. Und ihr seht schon, ich habe es eingezeichnet, das wäre ein Anstieg von 470%. Also für mich spricht jetzt einiges, dass die Aktie der Fresnillo nun ihre Trendwende hingelegt hat. Am 13. März war der Tiefpunkt der letzten, ja, des letzten Jahrzehnts, der bisherige Tiefpunkt des letzten Jahrzehnts erreicht. Wir haben eine dreifache Divergenz des relativen Stärkenindex zum Chart. Und das ist meines Erachtens ein extrem attraktiver Zeitpunkt zum Einstieg, gerade weil die Aktie extrem ausgebombt ist. Sie hat aber Cashflow, ja, das heißt, sie verdient Geld jedes Jahr. Sie investiert davon natürlich einen Großteil, schüttet in Anführungsstrichen eine geringe Dividende aus, derzeit zumindest von nur 1%. Wir haben aber nun mal die beiden größten Produktions Einheiten. Es ist Gold 46%, Silber 46% und Gold mit 41%. Das ist ganz ordentlich. Der Goldpreis ist ja schon auf ein höheres Niveau ausgebrochen. Der Silberpreis schickt sich entsprechend an. Und entsprechend wird das dann in den kommenden Quartalen ja auch zu mehr Umsätzen und damit dann unterm Strich auch zu höheren Gewinnen führen. Und dann ist man, wenn man in den Sektor rein will und wenn man gerne eine Silberaktie mit hohem Goldanteil haben will, weil einen reinen Silberproduzenten gibt es nur ganz wenige, dann ist man, denke ich, bei der Fresnillo ganz gut aufgehoben. Und wenn Gold und Silber weiter nach oben gehen, wird natürlich dann auch die Dividende entsprechend, wenn ihr jetzt einsteigt, in den kommenden Jahren so hoch steigen, dass ihr dann vielleicht in 3, 4 Jahren da nicht mehr nur 1% Dividende habt, sondern auf euren Einstiegskurs eher Richtung 10% gehen könnt. Denn wir alle erwarten langfristig deutlich höhere Gold- und Silberpreise. Das zu meiner Einschätzung von Fresnillo. Wie gehabt, Daumen hoch, Kommentar unten drunter, Telegram-Kanal ist unten verlinkt. Und dann hören und sehen wir uns natürlich hier wieder auf dem Kanal mit dem nächsten Video. Melde mich ab, hervorragendes Wochenende, guten Wochenstart. Wünscht euch euer Stefan Bode hier aus Hannover.